Wie ist neues Wissen historisch zu verstehen? Warum geht so viel Wissen verloren? Wie entwickelt sich daraus Kultur? Wie entwickelt sich daraus ein Verständnis der Welt, in der wir leben? Die größte und drängendste Frage ist wahrscheinlich, wie man das in einer globalhistorischen Perspektive untersuchen kann. Momentan arbeite ich an einer Studie zum 13. und 14. Jahrhundert, hauptsächlich im asiatischen Raum, und der Frage, wie sich eine gewisse materielle Beschaffenheit, also das Vorkommen von Seiden und allen Techniken, die sich damit beschäftigt haben, auf das wissenschaftliche und technische Denken dieser Region ausgewirkt haben. An dem wissenschaftlichen Arbeiten in der Wissenschaftsgeschichte fasziniert mich besonders, dass es so viele verschiedene Disziplinen anspricht. Das heißt, sie kommen nicht mit einem Wissensbereich aus. Sie müssen sich in Geschichte auskennen, sie müssen sich in den verschiedenen Wissenschaften auskennen, in den Kulturen, sie müssen sprachliche Kompetenzen mitbringen. Und diese Überlappungen bieten einem die Möglichkeit, Freiräume zu denken, die man sonst nicht denken würde.